Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist, wie man vielleicht sieht, ein Päckchen angekommen. Und zwar ein Tauschpäckchen oder auch Otaku-Päckchen. Und zwar von der lieben Wings14, mit der habe ich ja auch Kakaokarten getauscht. Und ja, sie hat ein Video hochgeladen, als sie einen Otaku-Tausch mit jemand anderem gemacht hat. Und da habe ich gefragt, ob wir auch einen machen könnten. Und ja, ich muss zwischendurch immer gucken, ob meine Kamera noch aufnimmt. Ja, auf jeden Fall, als ich heute bei meiner Mutter ankam, lagen auf meinem Schreibtisch zwei Päckchen. Das andere war für jemand anderes, das werde ich auch spätestens morgen weiterschicken, also am Montag. Und ja, ich habe einfach jetzt das Päckchen genommen, ich habe ja auch direkt geschrieben, ich habe das Päckchen genommen, wo halt mein Name steht, also Julie Bonnie, weil auf dem anderen steht nur Hey. Und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt, was hier drin ist. Und wir lesen natürlich zuerst den Brief. Hi, Julie Bonnie. Ich hoffe, dass alles heil angekommen ist und dir die Sachen gefallen. Es war sehr schwer, Sachen auszusuchen. Da habe ich auch ein bisschen Selbstgemachtes drin. Wichtig beim Öffnen, wo das Fragezeichen drauf ist, vorsichtig sein. Es kann aneinander kleben. Bitte langsam lösen. Bei den größten hoffe ich, dass du es noch nicht hast. Bitte umdrehen. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Aufmachen. Wenn du Lust hast, kannst du ja immer raten, was drin ist. Danke für den Tausch. Freue mich schon auf dein Paket. Liebe Grüße, Wings14. Ja, deins habe ich auch schon abgeschickt, ist aber noch nicht angekommen, hast mir ja gerade geschrieben. Und ja. Das ist alles so richtig süß verpackt. Ich habe meine Sachen nicht so verpackt. Ich habe das immer einfach in Geschenkpapier gepackt und dann einen Zettel drauf geklebt. Ich nehme auf jeden Fall zuerst diese Watte hier raus. Ja. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir nehmen zuerst dieses Päckchen hier. Süß und sauer. Ja, von daher denke ich mal, dass das Süßes sein wird. Ich habe irgendwie voll Angst, das so kaputt zu reißen, dabei das alles so richtig süß eingepackt. Hier ist das auch nochmal zugeklebt. Ich werde mir da auf jeden Fall mal eine Schere nehmen. Und ja, das Problem ist auch, ich kann nur 10 Minuten lang aufnehmen. Wenn nicht, muss ich dieses Video in zwei Teile teilen. Und dann erst eins hochladen und das auf privat stellen. Und dann das Video, was ich jetzt gerade aufnehme, löschen. Und dann den zweiten Teil drehen. Ja, ich muss das jetzt hier aufreißen. Ja, von daher denke ich mal, dass es zwei Teile sein wird, dieses Video. Weil ich will mir dann doch Zeit lassen. Und das sieht richtig cool aus. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, es ist was zu essen. Und ich weiß nicht, Kaugummi oder so Kaubonbons. Ich habe bei mir in der Nähe, habe ich in Asia Foodland, aber die haben da irgendwie nie so Süßigkeiten so zwischendurch nochmal. Deswegen finde ich das richtig cool. Vielen, vielen Dank. Sieht so cool aus. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie es schmeckt. Tja, dann mache ich weiter mit dem nächsten. Und das ist ein Stift. Der sieht auch richtig cool aus. Hier oben ist auch eine Tasse. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht so. Ich versuche mal, das scharf zu stellen. Ein bisschen zumindest. Ja, auf jeden Fall ist da so eine Tasse. Und der Stift ist von... ich hatte das noch im Kopf. Ich habe es aber gerade vergessen. Ja. Ist ein Bleistift. Vielen, vielen Dank. Der Stift sieht richtig, richtig cool aus. Und... ja, dann nehme ich als nächstes mal dieses hier. Man kann nicht genug haben. Es fühlt sich an wie ein Block oder so. Ja, auch dieses Päckchen werde ich natürlich öffnen. Und das ist alles so richtig schön eingepackt. Das wollte ich nochmal sagen. Ich versuche auch, das ist einigermaßen. Aber das ist irgendwie so... ich traue ich das aufzumachen, weil das Essen schön verpackt ist. Muss mir wieder die Schere zur Hilfe kommen.
Ups. Und, oh mein Gott, es ist wirklich ein Notizblock. Und der sieht richtig cool aus. Ich habe ja bis jetzt nur so einen kleinen von Taro Panda. Der ist auch so, also auch mit zwei verschiedenen Sorten. Und vielen, vielen Dank, das sieht so cool aus. Den werde ich auf jeden Fall benutzen. Und ja, ist einmal dieses Motiv und einmal dieses. Vielen, vielen Dank. Und ich muss mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. 5 Minuten sind es jetzt schon. Also, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, es sind ja 1, 2, 3, 4 Sachen noch, ob ich das noch schaffe. Wenn nicht, wie gesagt, mache ich einfach einen zweiten Teil. Oder ich könnte auch, wenn ich es auspacke, so lange auf Pause machen. Ich glaube, so mache ich das. Ja, hier ist das Fragezeichen. Das war ja das, wo ich aufpassen soll, das aufzumachen. Und ich mache eben auf Pause, packe das aus, sodass ich das noch als in einem Video bekomme, die Sachen. So, und ich habe das jetzt ausgepackt und so wie es aussieht, sind das Sticker. Die hole ich jetzt auch mal raus. Ich denke mal, da soll ich aufpassen, weil die ein bisschen aneinander kleben. Und die sehen richtig cool. Das sind so, ja, so, also ich wollte gerade sagen Essenssticker, aber hier ist auch ein Hund. Eule. Ich glaube, das ist ein Hund. Eine Wolke, eine Eule. Ein paar Tomaten, eine Rettichrübe, ich weiß nicht mehr, also ich bin mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, weiß ich gerade nicht. Muffin oder so, eine Banane, ich lege die mal hier unten hin. Ein Eis, die sehen richtig süß aus. Ein Pfirsich, eine Tasse. Ein Bonbon, Beeren, ich weiß leider nicht, was das ist. Und ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, dann machen wir weiter bei dem nächsten Päckchen. Ich schneide das jetzt einfach so auf. Und oh mein Gott, es ist eine kleine Figur. Und zwar ein süßer Chopper. Und ja, auf dem Zettel, ich habe vergessen, hier vorzuhören, stand Boo auferstanden. Und ja, das war ein kleiner Chopper, der so aus dem Graf kommt. Auf vielen, vielen Dank. Irgendwie habe ich jetzt schon das Gefühl, dass ich viel zu wenig in ein Paket reingepackt habe. Wir haben uns übrigens auf einen Preis zwischen 15 und 20 Euro festgelegt. Und ja, an diesem Preis habe ich auch versucht, mich zu halten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe viel zu wenig reingelegt. Und ja, und das sieht das alles so cool verpackt. Und hier steht Selfmade drauf. Und das ist so schön verpackt. Ich habe das Gefühl, ich habe mir für dein Paket irgendwie viel zu wenig Mühe gegeben. Und ja, ich sollte vielleicht das auch mal vor der Kamera auspacken. Ich mache das irgendwie immer hinter der Kamera. Hier ist eine kleine Box. Ups. Und oh, da sind ja, selbstgemachte Sachen drin. Und das sieht richtig cool aus. Das ist, ich wollte gerade sagen, das Fimo, aber das fühlt sich für Fimo irgendwie viel zu leicht an. Und oh mein Gott, das sieht so süß aus. Da ist noch ein Totoro drin. Oh mein Gott, die sehen so süß aus. Vielen, vielen Dank. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe mir für dein Paket viel zu wenig Mühe gegeben. Oh, vielen, vielen Dank. Die sehen so süß aus, die Sachen. Oh mein Gott. Die Sachen sind so niedlich. Und ja, ich habe jetzt noch 1 Minute, die ich aufnehmen kann. Ja, da werde ich, denke ich mal, das auf jeden Fall schaffen. Ich habe den Manga selber, musste ihn einfach kaufen. Er ist so zuckersüß und hier ist ein Lesezeichen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich mache das Ganze jetzt auch mal auf. Und ich hoffe, dass ich das jetzt noch in 1 Minute hinbekomme.
Und ja, den habe ich auch noch nicht. Sie hat mir nämlich geschrieben, sie packt meinen Manga rein. Wir wollten uns eigentlich erst keinen Manga reinpacken und hat dann gehofft, dass ich ihn noch nicht habe. Und ich habe ihn wirklich noch nicht. Ich wollte ihn mir aber die ganze Zeit holen, da ich ein wirklich schlimmer Sommer von Shiori auch unglaublich gut fand. Und vielen, vielen Dank. Den Manga wollte ich mir wirklich noch holen. Und ja, das war's auch schon.